Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf Medieval Dynasty. Am heutigen Tag werden wir uns dem Hausbau widmen. Unser eigenes Haus, dieses größere Haus, wollen wir bauen, damit unseres frei wird und wir die junge Dame vorne aus Kostovia noch holen können. Wir brauchen Rundholz und Steine und Bretter. So, schauen wir mal, was wir an Rundholz haben. Wir haben 13 Bretter und wir haben 8 Rundholz nur, aber 70 Steine. Also nochmal haben wir hier eine Steinaxt, 6 Stück, das haut noch hin, und Steinmesser haben wir auch noch, brauchen wir uns also nicht drum kümmern heute, die haben noch genug Werkzeug, unsere Holzfäller und Jäger. Jetzt schauen wir mal in unsere Kiste und schnappen uns die Bronzeaxt, die wir noch haben. Und fällen mal ein paar Bäume. Den hier lassen wir stehen. Der soll stehen bleiben. Aber diese hier werde ich fällen müssen. Den großen, dicken da hinten, den wollte ich eigentlich im Zentrum des Dorfes auch stehen lassen. Also bestücken wir uns mal mit der Axt. Und zwar legen wir uns die auf die 3. So, diese werden hier irgendwie im Weg stehen. Also, das sind 4, 8, 12 Stück. Und wenn ich die Stücken noch rausbüttle, habe ich 15 Rundholz. Das dürfte dann schon mal ein Stück hinkommen damit. So, die lassen wir erstmal liegen. Perfekt. Stöckchen nehmen wir noch mit. Komm, nicht überfallen. Das Stöckchen nehmen wir auch noch mit. Und den machen wir auch noch weg. Dann müssen wir uns gleich mal die Schaufel holen. Eigentlich gleich mitnehmen können. Naja. Was man nicht im Kopf hat, hat man in die Füße. Dann haben wir hier die Schaufel. Hier ist die Schaufel. Die hat noch 58%. Die Naja, gut, legen wir uns in die Schaufel. So. Und. So. Haben wir hier noch irgendwelche Krippen, die wir ausbuddeln können? Nee. Die müssen ja auch weg. Da hinten, die müssten wir eigentlich auch schon alle raus haben. So. So. Die Stöckchen nehmen wir noch mit. Den Stöcken. Buddel mal, buddel flink. Und auch noch. Das sind noch 3 Rundholz. Ich glaube, das. Wie sehen die Gewichtsverhältnisse aus? Wir können noch 48, 17 Kilo. Ja, so weit ist es ja nicht bis zu unserem Haus vor. Da kann man schon mal geringfügig überlastet sein. So, jetzt haben wir 15 Rundholz. Und vorne haben wir schon noch Steine liegen. Schaufel geht immer gleich mal wieder weg. Wer noch einen Hammer brauchen, haben wir hier hinten noch einen Hammer. Nee, sieht nicht aus. Da müssen wir einen machen oder wieder
im Ressourcenlager. Guck mal fix. Ins Ressourcenlager. Hier haben wir doch noch den Hammer. Bitte. Perfekt. Und jetzt geht's vorwärts. In der Schmiede liegen noch 70 Steine, da haben wir den Weg nicht so weit. Und dann müssen wir sehen, wie viele Bretter fertig sind. Hammer hat man auf der 2. Gut. Fangen wir erstmal hier. Hier brauchen wir. Der Hammer ist schon kaputt. So, hier Rundholz. Hier brauchen wir ein Rundholz. Schon drin. Eigentlich immer bloß einmal zu brauchen. Denn jeder Schlag kostet Haltbarkeit in den Hammer. So, jetzt haben wir bloß noch 0 Rundholz, das nehmen wir mit den Steinen gleich. So, die Steinarbeiten müssten jetzt hiermit abgeschlossen sein. Jetzt brauchen wir nur noch Rundholz und Bretter. Also schaffen wir erstmal unsere Steine wieder weg. Was essen müssen wir noch. Und da werden wir wohl oder übel werden wir auch noch ein bisschen Einsteins übrig geblieben. Na schön, die Stecke tun wir raus, die brauchen wir nicht bei diesem Haus. Das Stroh brauchen wir auch nicht bei diesem Haus. Was habe ich? Ach, die Federn sind vom Fällen, vom Holzfällen. So, alles klar. So, jetzt werden wir auch mal was essen. Wir haben doch Fleisch dabei. 6 Stück. So, 4, 5, 6. Und wir sind bei 63%. Getrunken haben wir auch noch. So, jetzt schnappen wir uns nochmal unsere Axt. Und ziehen mal hier in den Wald. Dort sind da noch zwei Stücken. Haben wir die Schaufel weggeräumt? Sowieso, damit man die Stücke wegmachen kann. Voreilig gewesen. Also holen wir uns nochmal die Schaufel. So. Und die legen wir uns wieder auf die 1. So. Aber wir begeben uns mal auf den Weg nach hinten, wo wir schon gefällt haben, ob dort noch Stücken drin sind, denn ich möchte so wenig wie möglich weiteres Holz hier schlagen, also so wenig wie möglich Bäume fällen. Ja, hier hinten stehen da noch Stücken. Die können wir erstmal ausbuddeln. Und vielleicht diese Bäume hier ummachen. Weit weg vom Dorf. Na bitte, hier haben wir doch noch was. Unsere Schaufel. Ne, eigentlich
Lassen wir die mal lieber stehen, dass hier hinten wieder was wächst. Also fällen wir hier die restlichen Bäume, die hier noch stehen. Das war jetzt ein bisschen ein Fehler, aber gut. Können wir leider nicht wieder reparieren. Dann fällt. Ja, da fällt aber ein Zeitlupe. Machst du mal. Können wir mal das Gewicht kontrollieren. Wir können noch 25, 27 Kilo können wir noch aufladen. Das sind rund 10 Stämme. Ja, 10 Rundholz. Ein Rundholz wiegt, glaube ich, 2,5 Kilo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Den hier noch rum. 9, 10, 10. Ja, dann wir vorne den N noch ausbuddeln. Ja. 7, 8, 9. Den Rest lassen wir erstmal liegen. Ja. Gut, jetzt rennen wir vor und buddeln den einen Typen noch vorne an der Scheune. Der muss weg. Da liegen auch noch Steine. Oh, guck, auch noch mal 20 Steine. Müssen wir uns merken. Auch noch vom Überbleibsel vom Winter. So, den einen Typen buddeln wir noch aus. Etwas, aber geringfügig. Geringfügig im Laden. Also bauen wir erstmal die Rundhölzer ins Dach und den Rest werden wir zu Brettern verarbeiten. So, haben wir erstmal ein Rundholz. Müssten 6 Rundholz weggehen. Rundhölzer haben wir überall drin. Die Giebel sind auch fertig. Nochmal schauen, nicht nochmal irgendwas vergessen. Und innen drin den Boden, den haben wir auch drin. So, jetzt gehen wir mit unseren Rundhölzern hoch in den Holzschuppen und machen Bretter daraus. Da fehlt halt noch irgendwie, dass man die Bretter irgendwo anders herstellen kann. Ich weiß nicht, ob man an der Werkstatt das kann, weil ich habe noch keine Werkstatt. So, gut. E. Bretter. Ja, E. F. 20 Bretter haben wir. Halt. 13 liegen wohl schon drin. Das sind 33 und wir brauchen 36. Das sieht doch gut aus. Das kriegt man schnell. 3 mal 6 ist 18 und beide Seiten sind 36, genau. Und sobald das Haus fertig ist, ziehen wir um und flitzen wieder vor nach Astoria.
Und der Walder legt sich hier und zeigt die Hautbäume um. So, fangen wir hinten an. Entschuldigung. 21 Bretter haben wir jetzt. Das sieht ja sehr gut aus. So, und jetzt haben wir noch das eine Rundholz. Das nehmen wir jetzt uns mal schnell. Und was brauchen wir noch für einen Bauhammer? Gucken wir mal rein hier. Ach, können wir doch sogar schon herstellen. Steckehammer auch einstecken. Ach ja, vom Fällen, stimmt. Also machen wir uns fix noch einen Bauhammer. Öffnen. Wir haben noch keine Bretter mehr einstecken. Wir brauchen 6, 12, 16 Bretter. 14, 15, 16. Akzeptieren. So. Bauhammer. Trinken müssen wir nachher was, wenn wir hier fertig sind. Hier brauchen wir noch 4 und hier noch 2x6. Jetzt haben wir doch unser neues Haus fertig. Perfekt. Und wie sieht's aus? Nicht schön, aber selten. Na, das Dach sieht schon ein bisschen eigenwillig aus, aber. Naja, es ist halt so. Jetzt ins Journal Management Haus. Häuser haben wir 4. Bewohner zuweisen. Und zwar die Evalta. F mit Rasimir. Akzeptieren. So, das sind wir dort eingezogen. Und das Haus hier ist leer. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, die Truhe müssen wir ausräumen. Da ist einiges drin. Naja, können wir alles rausnehmen, denke ich mir. F, E, F, 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 F. Alles nur einmal drin. Breitblättrigen Wegerich und das Johannesbad. So, jetzt ist die Truhe leer. Was zeigt die Uhr? Oh, 15.06 Uhr. Perfekt. So, jetzt kommt zurück. Die hölzernen Sperre, die lassen wir mal hier. Ich habe schon überlegt, die zu verkaufen. Das Steinmesser tun wir auf ins Lager. Bronzeaxt brauchen wir jetzt auch nicht. Die hölzerne Hacke brauchen wir nicht. Die Schaufel brauchen wir jetzt auch nicht. Bauhammer brauchen wir nicht. Der hat noch 6%. Hätte er doch gereicht. Oh geil. Steinhacke, Steinpfeile brauchen wir. Die Fackeln brauchen wir. Die einfache Tunika kommt wieder rein. Die Feldstiefel räumen wir weg. Die Pelzhaube brauchen wir vor dem Winter nicht mehr. Die Stiefel brauchen wir auch nicht. Und den breitblättrigen Wegerich. Johanniskraut. Die Federn, die stammen vom Bäumefällen. Die schaffen wir nachher. Ins nicht nachher. Was du gleich kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Sonst schleppen wir wieder sinnlos Zeug mit uns rum.
Räumen wir gleich hier rein. Die Federn, die Stöcke und das war's jetzt. So, und jetzt auf nach Kostop. Ne, was trinken, was essen. Hier rein essen müssen wir. Oh, Fleisch haben wir 22, können wir heute Abend braten. Und wir nehmen uns mal die 7 Stück 75er Fleisch mit. Von den anderen haben wir noch insgesamt 62 Mal, das wird reichen. Kohl haben wir auch noch drin, den werden wir wahrscheinlich zum Saisonende rausschmeißen. Zum Vergammeln. So, und jetzt mal was trinken und auf nach Kostop. Hier sitzt er. Der Dalebora. Ich habe eine neue Siedlung. Wie Stimmung hast du im Moment Zeit? 79. Ich habe eine neue Siedlung. Ist gut, sehen wir uns dort. Perfekt. Und gehen wir gleich ein Haus verpassen. Management. Dalebora F auszuweisen, das einfache Haus F Arbeitsplatz zuweisen und was kann das junge Mädel? Was machen wir? Ah, hier, die kann stecken wir jetzt in den Holzschuppen. Holzfäller. Der Labora wird Holzfäller. Und die Evalda stecken wir in die Näherei, wo sie hin wollte. Arbeiter zuweisen. Stall haut jetzt irgendwo nicht hin. So, Ewald da. F. Arbeit. Jetzt stecken wir dich in die Näherei. So, als Näher. So, jetzt ist er in der Näherei, wo sie hingewollt hat. Es wird sehr neblig hier. So, spät haben wir's. 16.24 Uhr, ich laufe jetzt zurück in meine Siedlung und auf dem Weg nach Hause sammle ich noch ein paar unreife Beeren und wir sehen uns in unserer Siedlung wieder. So, wir haben jetzt noch mal ein paar Beeren gesammelt. Schauen wir mal, wie viel wir zusammengekriegt haben. 320 unreife Beeren nochmal gesammelt. Und das sind 260, das sind dann 580. Das sind schon wieder mal 58 Portionen Dünger. Haut doch hin. So, ich nehme jetzt noch das Fleisch. Brate noch das Fleisch zu Hause an mein Feuer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.